Unsere geringen Holzvorräte sind halt so das Problem. Aber normalerweise um 30 müssen... Einer eurer Siegpunkte ist verloren. Ist. Genau das ist das, was ich befürchtet hatte. Wenn sie... Lasst meinen Bruder frei. Oder ihr lernt mich kennen. Ja, die Holzproduktion, die könnte auch besser sein. Und ja, sie hat sich auch einen zweiten General geholt. Kommen jetzt um 30 müssten wir eigentlich genau einen Trostpreis kriegen. Ich würde am liebsten Gold und Eisen nehmen. Auch wenn Bretter nicht auch nicht unwichtig gewesen wären. Ja, mit Rowin um die Metropole schlagen, das ist gerade das Wichtigste. Gute Neuigkeiten. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Ah, oh, sehr schön. Jetzt müssen wir gucken, dass wir Rowena als nächstes den Sonnenkönig abnehmen. Das kriegen wir durch die beiden Forschungen ja auch hin. Also, passt auf. Ihr verliert gerade einen Siegpunkt. So, Kleidungsproduktion. Sieben Mönche, um den Sektor zu bekehren. Und wie viele Mönche für diesen Sektor? Acht. Das wäre nämlich auch noch so eine Idee, den Sektoren einfach zu bekehren. Wir waren erfolgreich in der Erforschung einer neuen Technologie. So, damit haben wir ja die Metropole und den Sonnenkönig abgeben. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Handriens Krone wird bald mir gehören. So, Gold sollte nicht so das Problem sein. Thank you.
Oh, hier geht das Stein bald zu Ende. Aber wir haben genug Stein, das ist gut. Und ja, es ist auch gut, es scheint der Codierungsfehler tritt nicht mehr auf. Dann hoffe ich auch mal, dass das Video in Zukunft flüssiger läuft. Naja, den Sektor hier sollten wir auf jeden Fall gucken, dass wir ihn einnehmen. Der hier, der Köhler macht zum Glück genug Kohle. Hier drüben kommen wir an etwas Fisch. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ich hab noch drei Mönche, fällt mir so auf. Wieso habe ich noch drei? Achso, die sind jetzt abgezogen worden. Wahrscheinlich, weil sie das Kloster noch nicht erreicht hatten. Gut, Kaserne ist errichtet. Das heißt, ich brauche noch drei von euch. Gebäudeausbau fertiggestellt. Und mindestens sieben von euch. Eisenproduktion, Fischzucht, Schweinezucht wird hier drüben alles errichtet. Das könnte mich jetzt theoretisch die Metropole kosten. Mhm. Ihr verliert gerade einen Siegpunkt. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Aber ja, den Sonnenkönig. Okay, sie will mit dem Sonnenkönig wieder streitig machen. Und hier kann ich leider keine weitere Farm errichten. Schade. Das da und danach noch die Bergwerker. So, Waffen kommen für meine Pikiniere, dass ich eine kleine Armee habe, um das Ding zu erobern. Okay, sie hat schon wieder einen guten Vorsprung, was die Metropole angeht. Habe ich eigentlich Eisenerz? Nein, habe ich keins. So, da wird die letzte Waffe und das letzte Gold gebracht. So, Pikinier ist fertig. Zellett. Ihr habt eine neue Technologie erforscht. Gut, sicher ist sicher, dass hier
auszubauen. Auch wenn ich kaum noch Steine habe, habe ich doch einen Geologen, der mir Steine liefert. Ja, Werkzeug wird ein Problem werden. Ich habe nämlich nur noch ein Werkzeug, das heißt... Außer ich kann hier durchs Erobern mir noch ein Werkzeug besorgen. Wie sieht's aus? Das hier noch erforschen für bessere Bergarbeiter. Ihr beschließt neues Land, mein Freund? Jawohl. Großartig. Vier Werkzeug. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Das heißt, ich kann... Gebäudeausbau fertiggestellt. Mit der Eisenproduktion... der Werkzeugproduktion beginnen. So kann ich die Gebäude hier nochmal ausbauen für mehr Bevölkerung. Gut, der Sonnenkönig sollte in Sicherheit sein. Imperator Metropole wird schwieriger. Was sagt der spezielle Sektor eigentlich? Immer noch nur... 8, ja. So, Klamotten werden hergestellt, das heißt... Ja, bis die Händlergilde fertig ist, wird es eine Weile dauern. Befestigungsausbau beendet. Glückwunsch, eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Mhm. Das wäre der Sektor mit Kohle. Gucken wir mal, was hätten wir noch? Hier wäre ein Sektor mit Stein. Ein Sektor mit Kohle wäre auch nicht verkehrt. Also eher die beiden Sektoren. Das dauert nicht so. Dafür brauchen wir aber mehr Pikiniere. Und das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv. Der würde nämlich dann auch Nahrung brauchen. Wobei, wenn er mehr Eisen herstellt, umso besser. So, Werkzeugmacher nach Bedarf bitte erstmal. Ach ja, und wenn du schon nach Bedarf arbeitest, dann kannst du auch einfache Verpflegung kriegen. Die einfache Verpflegung ist nämlich auch gerade so eine Sache.